Nur Gutes über euch. Wirklich? Nein, nein, ihr habt ihn bestimmt falsch verstanden. Das wäre ja die Wahrheit. Und die Wahrheit spricht diese Schlange nicht. Er ist eben ein falscher Hund. Wusstet ihr, dass er seine eigene Mutter verkauft hat, um ein Geschäft zu gründen? Ja. Was ist nun? Mehr sagt er nicht. Ah, ihr schon wieder. Sansaba sagt... Was hat diese Made zu sagen? Nur Gutes über euch. Wirklich? Der will mich nur einlullen, weil er wieder irgendeine Teufelei vorhat. Dem ist nicht zu trauen. Wusstet ihr, dass er früher Sklavenhändler war? Da staunt ihr, was? Wisst ihr, eigentlich bin ich ja schuld. Woran? Ach, ich Narr, habe unser gemeinsames Geschäft auf dem Gewissen. Ich bin auf einen Schwindler reingefallen und habe alle unser Geld verloren. Jetzt sind wir beide arm wie die Wasserträger. Und er hat zu guter Letzt noch unser Lager abgebrannt. Jetzt können wir Borgos Schutzgeld nicht mehr bezahlen. Dieser Borgo aus der Unterstadt, wisst ihr, ein übler Schläger. Bald wird er kommen und uns noch unser letztes Geld nehmen. Dann ist es aus mit uns. Was ist dieser Borgo für ein Kerl? Ein Schutzgeldeintreiber. Wer nicht monatlich zahlt, bekommt erst den Knüppel und dann das Messer zu spüren. Schnipp! Versteht ihr? Die Kehle aufgeschlitzt. Ihr seid doch ein Runenkrieger. Ihr könnt euch mit Kämpfen aus. Am besten, ihr schüchtert ihn auch mal tüchtig ein. Oder noch besser, ihr schafft ihn ganz aus der Welt. Der Kerl ist eine echte Plage. Ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen sollte, guter Freund. Oder ihr fragt einmal einen vom Fach, wie man solche Leute los wird. Wie wäre es mit diesem McWinter? Ich glaube, der hat mal für ihn gearbeitet. Ja. Das ist die Sache mit der Fluchmünze. Neue Heroes brauchen wir erstmal keine. Wir klauen einfach eine Hexenhunde. Okay. Ja. Ah ja, da ist der Tuchhändler, zu dem wollen wir jetzt auch. Seid gegrüßt. Eure Ahnen mögen huldvoll auf euch herabblicken und der Glanz des Kaisers möge euch erleuchten. Und möge euer Schicksal euch stets auf die goldenen Straßen des Sieges führen. Ihr klingt, als wolltet ihr mir gleich etwas verkaufen. Ach nein, das ist nur Gewohnheit. Ich habe nichts mehr zu verkaufen, ich bin verloren. Bald werde ich betteln müssen. Ich fertige die besten Tuch- und Lederwaren hier in Empyria. Zumindest habe ich das getan, bis der Dryadenhain gesperrt wurde und die Hasim begannen, die Stadt zu belagern. Nun gibt es kein Froschleder mehr auf dem Markt, keinen Purpursand zum Färben, keine Nachtschattenseide zum Einweben. Ich bin ruiniert. O Ahnen, nehmt mich zu euch. Ich reise viel. Sollte ich irgendwo Froschleder, Purpursand oder Nachtschattenseide entdecken, seid ihr der Erste, der es bekommt. Wirklich? Oh, danke, edler Freund. Ich benötige nur 4 von jedem. Dann kann ich den Palast wieder beliefern. Und ich werde euch mit einem magischen Gewandsatz belohnen. Versprochen. Mhm. Diesmal sammeln wir alle 4 auf einmal und geben sie ab. Also erstmal Schutzgeld. Borgo, ein Schläger aus der Unterstadt in Empyria, erpresst Schutzgeld von den Händlern Wiesel und Sansaba. Entweder ihr helft den beiden Händlern oder ihr treibt das Schutzgeld selbst ein. Besorgt Borgo in der Unterstadt das Schutzgeld für Wiesel und Sansaba. Ihr solltet Borgo das Schutzgeld für die Händler bringen, um die Situation zu lösen. Entweder nehmt es den Händlern ab, bezahlt es selbst, oder erkundigt euch bei Flink McWinter nach einem anderen Weg. Ja, das machen wir natürlich, uns bei Flink erkundigen. Ja, Barbadas Zutaten. Barbada benötigt einige Zutaten, damit er den Palast wieder beliefern kann. Sammelt 4 Froschleder und bringt sie Barbada im Bazar in Empyria. Barbada benötigt Froschleder, sammelt 4 und bringt sie dann Barbada. Sammelt 4 Handvoll Purpursand und bringt sie Barbada im Bazar von Empyria. Sammelt 4 Teile Nachtschattenseide und bringt sie Barbada im Bazar von Empyria. Mhm. So, dann noch zu den beiden. Was gibt's denn zu grinsen? Warst du wieder bei Borons Frau? Allerdings. Hübsch, feurig, die kleine Sarah.
Sei vorsichtig, dass Boron nichts merkt. Der ist stark wie ein Ochse. Olea dumm wie ein Ochse. Er glaubt, sie wäre am Nähen der Einfallspinsel. Ja. Da haben wir die beiden belauscht. Questbuch aktualisiert in dem Palast. Ja, durch das Osttor in den Bazar müssen wir noch machen. Findet einen Weg in den Palastgarten, indem ihr die Wachen ablenkt oder besiegt. Gehen wir das nachher durch, wenn wir das Osttor noch offen haben. Geben wir bei Ishtar erstmal das Pulver. Und sagen ihnen, dass wir den anderen haben verloren. Runenkrieger. Ich habe hier etwas Traumstaub. Ich frage euch jetzt nicht, wie ihr rangekommen seid, aber ich nehme ihn. Wenigstens ist er von der Straße. Gut. Hier, nehmt ihn. Danke. Ihr habt dieser Stadt einen Dienst erwiesen. Ich habe hier etwas Traumstaub. Ich frage euch jetzt nicht, wie ihr rangekommen seid, aber ich nehme ihn. Wenigstens ist er von der Straße. Gut. Hier, nehmt ihn. Danke. Ich frage euch jetzt nicht, wie... Gut. Hier. Danke. So, damit sollten wir genau... Runen... Okay, wir können die Quest wohl nicht abschließen. Ja, da ist Boron, da ist Borko. Sie ist verschwunden. Und Nandini hat irgendwie gerade keine Lust mehr zu uns zu kommen. Du mit der Lederrüstung hier, bist du die Schädelmünze hat? Ja. Da hätten wir das schon mal erledigt. Und wir haben eine HD-Gruppe des Tricksters gekriegt. Gut, reden wir mal mit dem mit unserem Zirkusviertelleiter. Hereinspaziert, hereinspaziert. Willkommen im großen Zirkus von Empyria. Hier erleben Sie alle Wunder der Welt. Heldenhafte Gladiatoren und finstere Bestien aus allen Winkeln Eos. Erleben Sie Kitar-Krieger aus Urgat oder den wundervollen Irfit, der sich für euch verwandelt. All das für nur ein paar Silber. Leider ist zurzeit keine Vorstellung, aber behalten Sie uns im Auge. Bald wird der Zirkus wieder eröffnen. Warum ist der Zirkus geschlossen? Ach, das ist nur ein momentanes Unglück, mein Freund. Eine kurze Verzögerung, weiter nichts. Nun, zugegeben, der Kaiser hat nicht allzu viel Interesse an unseren Lustbarkeiten und hat leider die Unterstützung des Palastes für den Zirkus untersagt. Wir sind also etwas in Geldnot, wenn ihr versteht. Und die letzte Gladiatorenvorstellung ist etwas, nun ja, außer Rand und Band geraten, wenn ihr versteht. Aber wie gesagt, nur ein kleines Missgeschick. In wenigen Wochen werden wir bestimmt wieder Vorstellungen geben. Hoffe ich. Ach, wäre nur die gütige Kaiserin Kaira noch am Leben. Sie hat uns stets unterstützt. Warum habt ihr Uzzakan entlassen? Dieser infame Kerl vergreift sich an meiner Tochter. Habt ihr es denn gesehen? Nein, aber die beiden Wachleute, Tak und Khaled, haben es mir in allen Einzelheiten erzählt, dieser Unhold. Habt ihr denn eure Tochter dazu befragt? Ich will doch ihr zartes Wesen nicht noch mehr belasten. Sie sollte nicht daran erinnert werden. Glaubt ihr wirklich, dass Uzzakan so etwas tun würde? Nun, eigentlich nein. Aber mein Entschluss steht fest. Ich habe ihn entlassen und dabei bleibt es auch. Ich kann doch nicht wankelmütig sein. Das ist ja unerhört. Wie kommt ihr dazu, in meinem eigenen Zirkus Bedingungen zu stellen? Ja, wieder irgendwas mit dem Dialog falsch gelaufen. So, dann reden wir mal mit Jarod. Oh, und
Hauptmann, ich das Sorgen ist doch jetzt unter den abgeschlossenen Quests. Auch gut. Schau an, ein Runenkrieger. Und wenn schon, lasst mich durch. Wir haben Befehl, euch nicht in die oberen Stadtbereiche zu lassen. Die Geier wissen, wie ihr es bis hierher geschafft habt. Scheinbar seid ihr nicht ungeschickt. Was führt ihr im Schilde, Wachmann? Sagen wir mal, ich hatte etwas Pech. Meine Champions haben in der Arena immer verloren. Und jetzt schulde ich meinem Bruder eine Menge Gold. Ihr wollt also Geld von mir? Nein, nein, so einfach ist es nicht. Ich habe mein Gesicht verloren. Ich brauche einen Champion, der für mich gewinnt. Das ist es. Ein Sieg. Das stellt mein Ansehen und meinen Geldbeutel wieder her. Ich soll also in der Arena für euch antreten. Dann lasst ihr mich durch das Tor. Ihr sollt in der Arena für mich siegen, Freund. Als Runenkrieger sollte das doch ein leichtes sein. Geht zu meinem Bruder. Er steht Wache in der Arena. Sagt ihm, ihr werdet Jarods Champion. Seid ihr siegreich, wird euch mein Bruder meinen Schuldschein geben. Bringt den zu mir hierher, er soll mir als Beweis genügen. Gut. Das kriegen wir hin. Wie immer. So, jetzt gehen wir mal in die Bank. Ja, die Bankwachen, die lassen wir mal in Ruhe. Also, hier kommen wir erstmal noch nicht ran an die Truhen. Das heißt, wir gehen einmal rum, dann verhauen wir erst Uzak an. Zum ersten Mal. Ja, bis Level 36. Wir haben jetzt Level 33. Gut. Fragen wir mal den Schatzmeister. Willkommen in unserer Bank. Ich bin Brynjolf und ich kümmere mich hier um Edelmetalle aller Art. Ihr seht erschöpft aus. Wahrscheinlich, weil ihr zahllose Goldstücke in euren Taschen mit euch herumschleppt. Das muss nicht sein. Kauft einige unserer guten Adamantinum-Barren. Sie sind viel leichter als euer Gold und ihr könnt beim Verkauf einen Gewinn herausschlagen, wenn ihr Glück habt. Wie schaut es aus? Wagt ihr es? Der Preis für einen Adamantinum-Barren liegt im Moment bei 330 Gold. Ich glaube, ich verkaufe den. Ich möchte einen Barren verkaufen. Natürlich. Hier, euer Gold. Der Preis für einen Ja. Damit habe ich schon mal mein Gold um ein Drittel erhöht. Willkommen in der Kaiserlichen Bank von Empyria, der neuesten und fortschrittlichsten Einrichtung dieser Stadt. Kann ich euch vielleicht für einen kaiserlichen Schatzbrief interessieren? Jeder, der etwas auf sich hält, hat einen. Was sind Schatzbriefe? Schatzbriefe sind Wertpapiere. Das bedeutet, ihr kauft einen und leiht damit dem kaiserlichen Hof euer Geld. Um einen Schatzbrief zu erwerben, zahlt ihr einmalig 5000 Goldstücke. Wenn ihr ihn dann wieder einlöst, bekommt ihr zusätzlich zu diesem Wert Zinsen. Der Zinssatz steigt dabei treppenförmig an. Je länger ihr ihn nicht zurückgebt, desto höher der Zins. Ja, also sollten wir, sobald wir 5000 Gold zusammen haben, einen Schatzbrief kaufen. Ist eigentlich hier hinten was in der Ecke? Nein. Gut. Dran denken, die Runen zu verkaufen, Zauber zu verkaufen, sobald wir wieder im Bazar sind. Haben wir jetzt erstmal Uzakan. Die Regeln sind wie folgt. Wir kämpfen, jedes Mittel ist erlaubt. Die Lektion dauert so lange, bis ich den Kampf unterbreche. Ihr wisst, dass ich ein Runenkrieger bin? Ja. Und deswegen werde ich keine Gnade zeigen. Ganz gleich, wie oft ihr wiederkehrt. Lasst uns anfangen. Bereit? Ja,
Lasst uns beginnen. Vorsicht! Verteidigt euch! Oh, Vorsicht! Der wirkt zersetzen auf uns. Zeit zu sterben!